In diesem Video geht es darum, wie du im Alltag produktiv bleiben kannst, beziehungsweise deine Produktivität noch weiter steigern kannst. Und dazu habe ich 7 Punkte für dich mitgebracht und ja, die gehen wir einfach mal alle gemeinsam durch. Ziel von diesem Video ist, dass du letztendlich aus jedem Tag mehr rausholst und somit sehr produktivere Tage, aber auch Wochen hast und daraus werden dann die Monate, wo du deine Ziele schnell erreichst. Denn man kennt es ja, dass Tage sehr, sehr schnell vorbeigehen, ist eher viel zu früh wieder Feierabend ist, obwohl du noch nicht mal gefühlt richtig angefangen hast und die Zeit sehr dahin fließt. Es ist schwer, Zeit greifbar zu machen, weil sie oft sehr unterbewusst einfach weggeht. Wir wissen, wir denken, wir wissen, wie wir unsere Zeit einsetzen, oft ist es aber nicht der Fall. Und deswegen ist das allererste, was ich dir empfehlen würde, wenn du deine Produktivität steigern willst, dir erstmal bewusst zu machen, wo deine Zeit hinfließt. Nicht unbedingt durch Zeit-Tracking-Tools, das kannst du auch machen, ist meistens aber auch, dass man das nicht wirklich analysiert und geht auch meistens sehr, sehr unterbewusst. Ich rede eher von einer manuellen Offline-Zeiterfassung und ich mache das zum Beispiel einmal im Monat für eine Woche, dass ich mir, das heißt Zeiträuberübung letztendlich, dass ich mir jede halbe Stunde aufschreibe, also immer zur halben und zur vollen Stunde, was ich aktuell mache. Und wenn ich eine Sache mache, die ich schon mal gemacht habe an dem Tag, dann mache ich einfach einen Strich hinter diese Aufgabe, sage ich mal, E-Mails checken. Und das habe ich jetzt zum zweiten Mal gemacht, einmal um 14 Uhr, einmal um 16 Uhr. Dann mache ich einfach einen Strich hinter E-Mails checken, dass ich eben ja, E-Mails gecheckt habe. Und dann kannst du das unterteilen also nach dieser Woche am Sonntag setzt du dich hin und unterteilst es in verschiedene Kategorien, also Kundenkommunikation, Onboardings, weiß ich nicht, irgendwelche WordPress-Setups oder in verschiedene Kategorien, die du halt unterteilen möchtest, Netflix, Schlafen, Essen, also nicht nur dein Geschäft tracken oder wenn du arbeitest, sondern wirklich deinen kompletten Tag, ganz, ganz wichtig. Und dann kannst du relativ fair bewerten, welche Sachen bringen dich näher zum Ziel und welche weniger. Also fällt dir vielleicht auf, dass du, weiß ich nicht, immer super lange Mittag oder Abend isst oder irgendwelche super viele Serien schaust. Und auch wenn es immer nur 2 Stunden oder 1 Stunde am Abend ist, ist es trotzdem eine sehr hohe Prozentzahl von deinem Tag, wenn du sonst irgendwie, weiß ich auch noch, Kundentermine hast und so weiter. Und da wird einem erstmal bewusst, was kann ich eigentlich weglöschen, was will ich nicht mehr machen und was will ich machen. Und mit dieser Analyse haben wir eine relativ faire Bewertung der eigenen Zeit. Und da gibt es eben verschiedene Dinge, die ich default, egal wie jetzt deine Zeit aktuell aussieht, auf jeden Fall machen würde. Und auf die gehen wir jetzt einfach ein. Aber wirklich die Grundvoraussetzung ist, dass du überhaupt erstmal weißt, wohin deine Zeit fließt. Ist das gemacht? Ist das allererste, was ich dir empfehlen würde, deinen Tag zu planen? Also wir haben zum Beispiel hier einen Tagesplaner. Du kannst den so ähnlich machen, du kannst ihn aber auch anders machen. Der ist relativ simpel, sag ich mal. Da steht hier einerseits ein paar Uhrzeiten drin, also so von 6 bis 22 Uhr. Und so sieht er hier von außen aus. Und ja, den kannst du, also du kannst natürlich auch für dich selbst einfach in einem normalen Notizbuch machen. Die haben es einfach in so einem Planer. Und am Abend würde ich dir empfehlen, den kommenden Tag zu planen. Also letztendlich, du schaust dich einfach am Abend in deinen eigenen Kalender rein und planst dann offline wieder. Ich würde es nicht online im Kalender machen und ich würde es auch wieder offline machen, weil offline sind einem Sachen einfach bewusster. Trägst dir einfach jede Stunde ein, was du machst. Sei es jetzt irgendwie Meditation und Morgenroutine oder irgendwie Team-Meeting, irgendwelche Telefonate, Kunden-Onboardings etc. etc. Bis letztendlich 21 Uhr, 22 Uhr, bis du dann schlafen gehst. Also wirklich von wach werden bis schlafen gehen, den kompletten Tag einmal runterbrechen, damit du dann über die Nacht kann dein Unterbewusstsein auch darüber nachdenken, wie du die Aufgabe optimal gestalten kannst oder ob du das überhaupt machen sollst. Aber auf jeden Fall startest du dann in den Tag mit einem klaren Plan und schaust nicht, was könnte ich heute eigentlich machen, weil letztendlich hast du ja super viele verschiedene Optionen. Das heißt, du machst dir abends die Gedanken und dann am Morgen gehst du dann mit dem frischen Kopf dran und musst dir nicht mehr die Gedanken machen, was du jetzt machst. Hört sich super simpel an, hast du vielleicht auch schon mal gehört, machen aber einfach die wenigsten. Und es geht nicht darum, dass du es weißt, sondern dass du es machst. Und wenn du es noch nicht machst, aber diese Vorgehensweise schon mal gehört hast, dann glaubst du einfach noch nicht genug dran. Also dann ist es unterbewusst einfach noch nicht tief genug drin, dass es wirklich wichtig ist. Und in dem Sinne, ja, würde ich dir einfach empfehlen, probier es mal aus.
Kannst du an der Stelle natürlich auch einen Accountability-Partner suchen, der das auch macht und ihr euch einfach ja, jeden Tag fragt, hey, hast du auch deinen Tag wieder geplant? Und dann, wenn nicht, dann schickst du ihm irgendwie 50 Euro oder 10 Euro oder wie auch immer, so also eine kleine Strafe oder eine Belohnung, je nachdem, wie ihr es vereinbaren wollt. Das kann ich aber auf jeden Fall empfehlen. Denn was man auch im Tagesplaner dann machen kann, wenn du dann den Tag abgeschlossen hast, dass du abends neben dem Plan des neuen Tages natürlich aber auch die KPIs für den aktuellen Tag eintragen kannst. Also wie viele Abschlüsse hast du gemacht, wie viele Verkaufsgespräche hast du generiert oder geführt, wie viele neue Leads hast du generiert, wie viel Kundenarbeit hast du gemacht oder wie hast du dich weitergebildet, wie viele Stunden. Und dass du jeden Tag deine KPIs ausfüllst, denn wenn du ein Ziel definiert hast, da ist irgendwie 10 oder 50 oder 100.000 Euro Monatsumsatz, dass du einfach jeden Tag trackst, wie näher bist du dem gekommen. Denn vielleicht fällt dir noch auf, ist irgendwie ein bisschen blöd, jeden Tag einzutragen, ich habe 0 neue Leads generiert und 0 neue Kunden gewonnen und irgendwie 10 Stunden an Kundenprojekten gearbeitet. Wenn du das mal einen Monat machst, wird dir auffallen, woran es meistens liegt, dass du den Umsatz noch nicht erreicht hast, einfach weil du ja das nicht trackst und erst am Ende des Monats merkst, okay, jetzt habe ich eigentlich schon wieder so viel Umsatz gemacht wie letzten Monat, aber eigentlich wollte ich ja mehr. Wenn du es einfach um der täglichen Basis tracks, dann bist du näher am eigentlichen Geschehen und dann kannst du näher auch dann am nächsten Tag eingreifen und dir zum Beispiel dann für morgens direkt mal einplanen, jetzt mache ich mal gezielt Akquise. So, das ist halt leichter. Und genau, das ist so gesehen, dass wie wir das machen, neben den, wie sieht mein Tagesplan aus und was sind meine Kennzahlen, sind natürlich da auch noch Prioritäten und Projekte drin, also für was bin ich dankbar, was sind meine aktuellen Projekte, meine Prioritäten. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich dir sehr empfehlen kann zu tun, oder natürlich, ob es jetzt mit so einem vorgefertigten Tagesplaner ist, den jetzt den Beispiel unsere Kunden bekommen, oder ob du den einfach selbst ausdruckst. Aber das ist auf jeden Fall eine Sache und dann bist du schon mal sehr viel produktiver. Und ich würde dir empfehlen, ganze Tage oder zumindest Vormittage E-Mail frei zu halten. Also, dass du letztendlich nicht morgens ins Büro kommst und E-Mail und Social Media checkst, weil dann bekommst du ja direkt Eindrücke von außen und du versuchst, bis 12, 13, 14 Uhr keine E-Mails zu checken oder letztendlich auch gesamte Tage zu haben, wo du nur Deep Work machst und ganze Tage haben, wo du nur irgendwelche Kundencalls hast und so weiter. Erstmal, gerade wenn du alleine bist, so ein kleines Team hast, ist es simpler, vormittags und nachmittags zu unterteilen, vormittags Deep Work, nachmittags Telefonate. Ja, aber letztendlich kannst du es so machen, wie du es willst. Das ist eine super wertvolle Sache, erfordert auch wieder Disziplin, ist aber sehr, sehr zielführend, weil meistens E-Mails nicht so wichtig sind oder nicht so dringend sind, wie sie scheinen und dann direkt du ich kreiere etwas und schaffe etwas Modus bist, sondern ich antworte, ich bin reaktiv, ich folge den Anweisungen von meinen Kunden oder was auch immer, also in einem sehr, ja, in einem weniger produktiven Mindset und einer produktiven Gewohnheit, als wenn du jetzt einfach für dich selbst einfach erstmal was erschaffst. Damit einher geht Hinweis Nummer 3, versuche kein Social Media zu benutzen, also auch das wieder vor 12, 13 Uhr, also kein Instagram, Facebook, YouTube, also immer versuche dich möglichst abzuschirmen und einfach produktiv an deinen Sachen zu arbeiten. Und generell, was ich dann auch immer mache, dass ich mir eigentlich gezielt Sachen angucke, also ich habe einen Adblocker installiert, ich habe YouTube und Instagram und so weiter, Newsfeed-Blocker drin, bei LinkedIn auch, dass ich, wenn ich was suchen will oder wenn ich mir was angucken will, das gezielt mache, aber nicht der Algorithmus irgendwelche Sachen vorschlägt, die ich vielleicht gar nicht möchte und irgendwie mein Kopf voller fremder Eindrücke ist, die einen in irgendeine Richtung ziehen, in die ich gar nicht möchte. Also irgendjemand, es gibt ja, jeder hat irgendwelche Tipps und die ziehen dann natürlich immer in die Richtung von der Person, die diesen Tipp gibt. Das ist super wichtig, also versuch deine Arbeit so intentbasiert wie möglich zu machen. Also wenn du etwas suchst, wenn du es machen willst, mache das und versuch so wenig wie möglich das äußere Dinge, also den Algorithmus von Instagram oder irgendwie das E-Mail-Postfach oder wer auch immer, andere Leute dir vorschreiben, was zu tun ist. Versuche immer möglichst viel selbst der Erschaffer, der Kreierer deines Tages zu sein. Dann als letztendlich fünften Hinweis, versuche Sales und Akquise und Kundensupport und Kundenarbeit auch räumlich zu trennen, beziehungsweise da es ja meistens über E-Mail stattfindet, also falls es über WhatsApp und Instagram und so weiter stattfindet, dann versuchst du jetzt auch natürlich alles auf einen Kanal zu schieben, nämlich rein E-Mail, dass du nur mit Kunden über E-Mail kommunizierst, weil das ist einfach
ja, besser archivierbar und dann weißt du privat das WhatsApp, und wenn ich jetzt auch mein Handy benutzen will am Abend oder Nachmittag, dann weiß ich, dass auch wirklich nur Freunde und Familie, die mir schreibt, und nicht auf einmal noch Kunden, und versuche sogar das E-Mail-Postfach so zu trennen, dass du ein Support-E-Mail-Postfach hast, wo du Kundenprojekte bearbeitest. Da kannst du zum Beispiel HelpScout verwenden, das verwenden wir, das ist sehr gut. Oder und dann so gesehen das normale Gmail- oder E-Mail-Postfach für alles Weitere an Sales- und Akquise-Infos und so, oder mit potenziellen Kunden, denen du schreibst, ein Angebot herausschickst, dass du einfach ganz gezielt sagst, jetzt möchte ich mich um Kundenprojekte kümmern. Das heißt, ich logge mich in HelpScout ein, bearbeite da die Sachen und dann logge ich mich wieder aus. Und beziehungsweise gehe einfach in Gmail rein. Das ist nicht so, dass du auch nicht den Modus ständig wechseln musst. So, jetzt mache ich irgendwie Akquise, will überzeugend sein. Jetzt bin ich gerade irgendwie für Kunden da. Oder ne, du hast ja so verschiedene, ja, Modi auch, in die du dich irgendwie reinstürzen kannst. Jetzt bist du mal kreativ, jetzt bist du mal eher einfach nur abarbeiten, dass du da einfach eine relativ klare Struktur drin hast. Und ja, das sind letztendlich die verschiedenen, die wichtigsten Punkte. Also wenn du, das Wichtige ist einfach nur ein Ziel zu haben, du sagst, da möchte ich hinarbeiten, also 10, 20, 50 oder 100.000 Euro Umsatz. Meistens ist Umsatz halt sehr, sehr gut messbar, und Umsatzziele sind schön, weil viel Umsatz auch impliziert, dass sehr viele andere Dinge einfach laufen. Also die Prozesse, die Kundenergebnisse, da funktioniert einfach sehr, sehr viel automatisch, sonst hättest du diesen Umsatz gar nicht. Also du hast dieses Ziel, diesen Umsatz zu erreichen, und versuchst erstmal zu erkennen, was ist aktuell denn unnötig und unproduktiv, deswegen machst du diese Zeiträuberübung, und dann versuchst du relativ viel selbst zu gestalten am Tag und dich nicht von anderen inspirieren zu lassen oder von anderen ablenken zu lassen, und all den Müll oder all die Ablenkung, die so kommt, so gut wie möglich zu verbannen. Das ist natürlich nicht leicht, und natürlich muss man es auch nicht immer machen, manchmal will man sich auch inspirieren lassen von anderen, aber versuch dann letztendlich all die Ablenkungen, die jeder so versucht, auf dich irgendwie einzureden, wegzunehmen. Und dann hast du schon mal einen produktiveren Tag, also einen sehr, sehr produktiven Tag. Wenn du dann noch eine gute Morgen- und Abendroutine hast, die ich ja auch in einem Video mal erwähnt habe, wie ich die genau mache. Dort findest du, by the way, auch nochmal einen Screenshot von so einem Tagesplaner, wie ich den aktuell mache oder wie ich meinen Tag aktuell plane. Dann bist du schon mal sehr, sehr gut unterwegs. Und dann gibt es auch noch so Kleinigkeiten, die du dann natürlich nochmal optimieren kannst an deinem Arbeitsumfeld, dass du irgendwie viele Pflanzen in deinem Raum hast, dass du generell ein schönes Büro hast, wo du dich gerne auffällst und mit Leuten arbeitest, mit denen du gerne arbeitest. Das sind auch nochmal wichtige Sachen, aber gerade wenn du alleine bist oder gerade wenn du schnell umsetzbare Sachen haben willst, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, denn letztendlich könntest du noch ganz viel optimieren. Du könntest dein Computer-Tech-Setup so gesehen auch nochmal verbessern, also wenn du noch keinen Bildschirm hast, aber gerne an einem Bildschirm arbeitest, ist das ein großer Produktivitäts-Hack, wenn du, wie du dann arbeitest, also was du für Projekte machst oder wie du auch Sales und Marketing und so weiter für dich selbst strukturierst. In der Zeit nimmst du auch nochmal große Hacker. Also du kannst an ganz vielen Stellen optimieren. Letztendlich sind die Sachen, die ich jetzt aber hier in dem Video erwähnt habe, erstmal die wichtigsten. Und alles, sag ich mal, wenn du, also man sagt so, mit einer Maus kann man besser arbeiten als mit einem Trackpad oder schneller. Das sind aber alles sehr, sehr kleine Dinge. Also da würde ich jetzt nicht irgendwie mir direkt eine Maus kaufen, um da irgendwie 1% mehr Produktivität rauszuholen, sondern den Tag planen, den Tag auch mit Akquise starten und also für deine eigene Akquise starten und dann letztendlich den Tag nach deinen eigenen Maßstäben leben und arbeiten. Das ist ein super großer Hebel. In diesem Sinne, ja, hoffe ich, konntest du was aus dem Video mitnehmen. Bei Fragen schreib das gerne in die Kommentare, und dann würde ich sagen, viel Spaß und Erfolg dir bei deinem produktiveren Alltag.